Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Abiotic Factor. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, sofern ihr euch dazu entscheiden solltet. Und in diesem Part geht's ab in die Portalwelt, die wir jetzt öffnen können. Uiuiui, was uns da wohl erwarten wird. Hm. Hey, gleich wollte ich dir geben. Das ist aber nur ein Stack oder so, den ich aufgehoben habe. Was hast du? Ein Taraskenschädel, eine stolze Trophäe. Jetzt nochmal 32. Sehr niedrig ab. Ja, gib mal her, zwei Rezepte. Oh mein Gott, wie groß ist der denn? Ah, gibt keine Rezepte, okay. Hier hast du noch das andere Ding für Rezepte. Das können wir jetzt mal in dem Portal einsetzen. Ja, das brauchen wir ja. Oh ja. Brauchen wir, um fortzusetzen. Dann lass uns zur Zwischenbase kurz gehen, weil ich muss mich waschen. Ach, das bisschen blaue Zeug. Ja, also muss man einfach wirklich lange draufhauen. Wir sind schon dekadent, ne? Kann man über das Fahrzeug laufen, wenn die 10 Meter. Fahren wir die 10 Meter, meine ich. Wir haben jetzt ein Fahrzeug. Also hier ist übrigens, nehme ich mal wieder mit ein Bett, weil dann kann ich mich unten ein Bett für dich bauen, ein richtiges, wenn wir Holz haben. Dann kannst du aber frech, dass es sich regeneriert hat. Ja, das war schon fies. Das stimmt schon. Wo haben wir denn das normale Bett hier? Stofffetzen und Holz. Die bei uns? Hat sich danach angehört? Eieiei. Ja, Stofffetzen und Holz haben wir nicht. Ach, wenigstens ist das Bett schon mal hier drin. So, ich muss mich waschen. Und vielleicht einmal ins Bett. Dann lege ich mich aber nur ins Feldbett, damit ich nicht den Spawn hier hinsetze. Bist du ausgeruht? Ich kann meine Waffe noch eben aufladen. Die ist eh bald kaputt. Ich glaube, wir haben hier was, womit ich das reparieren kann, aber das bringt mir nichts, weil ich keine Reparaturbank habe. Ja. Nimm ich das aber schon mal mit. Und das Licht nochmal eben laden. Auf schlechte Suppe. Ja, auch in der Basis ist für Nahrung gesorgt. Nicht die beste, aber hey. Bist du ready? Auf zur neuen Portalwelt. Wir haben es uns verdient. War auch schon echt lange keine Portalwelt mehr, ne? Gab's hier ein Klo? Ja, gab's hier vorne, oder? Gab's hier irgendwo ein Klo? Ich glaube schon fast nicht. Ich erinnere mich zumindest an keins. Ja, da muss halt ein Unfall passieren. Dann ist das halt so. Taxi Potato. Oh, wir müssen noch mal zur alten Base, weil wir müssen ganz kurz, genau, Potatoes wässern. Und dann können wir hier wieder hinfahren. Weil ich werde immer besser mit dem Fahrzeug, ne, mit dem Navigieren. Ich war uns dann nicht mehr so oft irgendwo gegen.
Er ist fies. Kann ich auch gleich mal meinen Speer reparieren gehen? Kannst deinen Speer mal polieren gehen? Der hat nur noch 8 Haltbarkeit. Oh. Ah, dein Speer hat auch mit. Okay, das hat funktioniert. Hat aber auch Kondensatoren für Reparaturen. Das haben wir nämlich gleich keinen mehr. Einen habe ich noch im Inventar und einen haben wir in der Basis. Das war Technologieschrott. Und du hast Glück, ey. Meiner braucht immer die Kondensatoren da. Au! Man kann ihn nicht überfahren. Oh. Unser Fahrzeug macht wieder komische Dinge. Ich weiß nicht, ob ich aussteigen möchte. Kann ich pushen? Ja, kann ich. Dass das geht, das ist so lustig. Wofür gibt's hier ein Gelände? Ja. Habt ihr mal gerettet. Du brauchst keine Angst haben beim Aussteigen. Aua! Au. Was war das gerade? Piep. Warum piept das jetzt so? Was so wegen Rückwärtsgang? Right away. Ich muss kacken! Oh. Bitte, Kartoffeln lebt noch. Kartoffeln leben noch, glaube ich. Ja. War aber knapp, ne? Ja, die Warnleuchte leuchtet. Die Warnleuchte ist an bei den Kartoffelchen. Lustig, die beiden vorne waren gedüngt. Und die beiden hinten nicht. Und die sind beide gleich weit gewachsen. Brauchst du noch was anderes außer Kartoffeln für Kochen? Ja, Tomaten, ne? Aber ich hatte schon mal 4 Kartoffeln für dich hier. Ich weiß nicht, wie man Käse macht halt, ne? Ja, mit Säure vermutlich. So wie man echt neben auch Käse macht. Hatte ich Säure nicht in meinem Kochtopf? Mhm, aber das war bevor die Rezepte existierten. In Chemie ist das hier drin. Ich weiß nicht, ob du Salzsäure brauchst oder das andere Zeug. Nimm an die Salzsäure. Ich meine, normalerweise machst du das mit Milchsäurebakterien. Du machst halt, eigentlich machst du gar keine Säure rein, sondern du machst was Basisches da rein, ne? War das nicht sogar so? Warte mal, was tut man aber da rein für? Du kochst die, nee, Zitronensäure. Doch, du tust Zitronensäure rein. Doch. Ja, du tust Zitronensäure rein. Ich mach keine Windbeutel. Windbeutel? Ja, kannst du mal Windbeutel machen, die würde ich jetzt gerne essen. Also Windbeutel würde ich nehmen. Da wäre ich dabei. Mal ganz kurz beim Level-System gucken. Ja, ich level aber nirgendwo mal wirklich hin. Ja, nachladen 10 noch, das ist das Einzige, was ich noch freischalten werde. Und erste Hilfe vielleicht noch, aber. Ja. Na gut. Wie geht's mir körperlich? Gut. Wie geht's dir? Durstig. Durstig. Dann aber kurz reparieren. So. Dann den Eimer gleich zurückbringen. Nochmal letztes Mal gießen fürs Kartoffelchen. Und ich kann schon mal normale Tomaten sammeln oder brauchst du die Supertomaten-Dinger? Supertomaten. Ah, haben wir noch eine Supertomate im Kühlschrank? Der ich einen Samen machen kann? Ja, haben wir. Mal hast du eben Samen.
So. Hoffen wir mal, dass die Portalwelt nicht so lange braucht. Da würde ich fast sagen, let's go, wa? Aber ich meine, Schulterlicht ist noch okay. Dieser falsche. Kann man sich ja noch zurück teleportieren. Oh, dieser falsche sicheren Weg. Weiß nicht, ob der Teleporter da drin funktioniert. Aber ich war eigentlich dabei? Ja, hab ich. Okay. Oder wollen wir einfach den gleichen Weg fahren, nur vorsichtig? Nee. Aber wir können gar nicht da vorne lang, wir müssen den Weg hier fahren. Dann fahre ich diesmal ein bisschen vorsichtiger. Muss ja Warnsignale geben hier. Irrer fährt die Treppe runter. Ob wir mit dem Fahrzeug in eine Portalwelt fahren können? Du kannst es probieren. Dann miep, 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 miep. Aber eventuell kriegen wir es dann nie wieder da raus. Das stimmt. Nein, mit der Teleportfunktion bei dem Fahrzeugding, wo man das Fahrzeug findet, ist immer ein Teleporter, um es zurückzuholen. Ladezeit. Er ist noch ganz oben, ey. Hast das Zeug dabei, ne? Ja. Gut. Es ist wobbly. Mhm. Das Fahrzeug können wir hier stehen lassen. Dann setzen wir es da unten ein. Das ist sogar unser Missionsziel. So, und ich mache den Teleport an hier oben. Ich bin daneben gefallen, weil ich an dir abgebounced bin. Oh. So hot. Hä? Oh, hier ist es heiß. Was ist das hier? Es ist so heiß, dass ich schon anfange zu kotzen. Er sollte den Anzug rausziehen dann, ne? Da kann man hoch irgendwie, wenn man nah dran läuft. Ah. Alter, was ist das hier für ein Ort? Was ist das? Gib mal her. Ein Gehe. Ah, das brauchen wir doch für das explosive Zeug, das Thermit. Ah, ja. Oh, neue Gegner. Die sich verziehen. Feige Gegner. Moment, ich mach den tot. Hä? Die prallen ab von denen. Das sind aber Ressourcen, die werden als breakable angezeigt. Hast du schon eins geschafft? Nee. Okay. Warte mal, ich geh mal wieder zurück, bis er rauskommt und dann. Oh, hier ist es einem echt heiß. Hab einen. Thank you.
Und doch über Zitrone Farbe. Moment, ich werf's dir wieder hin. Was ist denn da? Boah, wie oft noch? Ich habe schon so oft draufgeschlagen. Regeneriert er sich irgendwie? Weil der hat jetzt schon 20 Schläge eingesteckt. Aber also meiner hatte sich gefühlt nicht regeneriert. Aber der hält auch doch viel länger. Hoppala. Kannst du mit deiner Waffe Gegenstände kaputt hauen? Ja, oder? Ja. Kann ich. Du hast einen schweren Schlag drauf gesetzt, auch das. Ich meine, du schlägst ja auch drauf. Und das hat bei dir eben auch schneller funktioniert als das hier gerade. Und der ist einfach verbuggt, oder? Möchte nicht mehr. Möglich. Dauert mir echt ein bisschen zu lange. Mir ist sehr heiß hier drin. Oh mein Gott. Hey, hier vorne ist wieder einer. Vielleicht geht der ja, aber. Wo bist du hin? Dann versuch's weiter, ne? Ich geb auf. Ich hoffe, wir brauchen nicht zu viele von diesen Viechern. Da vorne ist noch eins. Vielleicht geht das halt. Hier vorne. Mein Kohlenstoffüberzug könnte natürlich noch ein Zwischenprodukt sein für irgendwas, ne? Das war die Rohrzange, weil ich mich meine Waffe kaputt machen will. Ich muss dafür was essen. Wenn ich mal alles auskotze. Was ist mit diesen Dingern los? Und Fernkampfangriffe geht leider nicht. Scheiben prallen einfach ab in ihrem Panzer. Ach. Irgendwie wird das nix. Nee. Vielleicht kann man die mit dem Netz angreifen, dass die Dinge draußen bleiben. Das kann sein, ja. Oh, eine leere Spüle. Aha. Skill müssen wir viel von sammeln. Hier ist ein Sprungpad. Traust du dich, mit mir hier rüber zu springen? Oh Gott. Ich sterbe, es ist so heiß, sagt er. Ich kotze einfach nur. Lebst du noch? Ja. Okay. Muss ja mal fragen, ne? Bei unserem Jump'n'Run hier. Das ist aber eine coole Welt. Ganz anders als die anderen halt. So wie ich das auch gehofft habe, dass es so sein wird in dem Spiel. Oh, ist hier noch was? Wir müssen ja sehr viel von diesem Gel sammeln. Ah, wenn man wieder runterspringt, verletzt man sich natürlich die Beine. Hilfe, Zess! Was ist los?
Gegner! Oh dear, I don't feel right at all. Bin fast tot. Giftgegner. Der die Pilze gibt und so. Wo bist du? Ich habe eine Basis gefunden. Ich bin an einem kleinen Häuschen. Oh, hallo. Wo ist die Figur? Hat sie aufgenommen. Ja. Und unsere Basis. Lungenentzündung. Oha. Oh boy. Ich weiß nicht, was für das Portal wäre, wieder zu Hause hier. Also. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwie. Ich höre auf jeden Fall oben einen stöhnen. Ja, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ach, da. Ich weiß nicht, ob man hier hin will. Oh, da ist vielleicht mehr Sinn. Was? Bist du denn? Ich war auf dem Pilz da vorne. Achso. Oh, noch mehr da unten. Landwirtschaftsstufe 11, yay. Ich bin eindeutig krank. Mhm. Oh, sehe, wo wir hin müssen. Ja, ich sehe es leider auch. Ich sehe das Portal da oben. Da sind neue Pflanzen. Grünes Anterlicht. Da vorne auch nochmal. Oh. Da übers Wasser. Was ist das da? Das ist auch eine neue Pflanze, oder nicht? Seilpflanzensamen, ja. It's so hot. Nein, falsch. Oder? Ja, ist falsch. Du sollst eigentlich direkt hier rüber springen. Und dir die Beine nicht brechen musst dabei. Hab ich nicht. Was ist wieder hier? Ich habe auch eine Lungenentzündung übrigens. Alter Schwede. Moment. Aber es ist noch wenig über mir. Ich wurde geheilt. Das ist bei mir noch orange. Die Lungenentzündung ist bei mir weg. Also kalt ist mir noch, aber...
So. Aber ich habe 5 von dem Gel. Ich hab 7. Reicht für 2-mal an Thermometer für die beiden Orte. Der eine ist das Ende der Early Access, glaube ich. Der andere ist halt nochmal ein scheinbar optionales Portal. Eine andere Portalwelt, wo die optional ist, wo man nicht hin muss. Aber hin kann, wenn man möchte. Ich habe gesagt, vor Mitternacht werden wir durch sein. Das sieht sehr danach aus. Das gibt Piep. Bei dem Panzer steht was von ES0088. Bei welchem Panzer? Achso. Ja, die Kreaturen haben ja auch Namen und Zahlen. Ist ja nichts Neues. So, ab ins Bett mit mir. Ja, wir haben leider keinen Eintrag dafür. Kohlenstoffüberzug, ein extra starkes Mischmaterial, das aus einer Mischung aus irdischen und außerirdischen Materialien hergestellt wurde. Okay. Thermit-Molotow. Was ist da los? Das ist draußen. Okay. Wir brauchen 10 pro Bombe. Wir können nur 1 machen. Die Frage, was machen wir zuerst? Das Laserlabor, oder? Oder wir machen das Ende von dem Dingy. Was hast du denn deine Dinger hingepackt? Hier auf dem Boden. Ja, liegt hier ein sonstiges. Noch mehr Kartoffeln für dich. Was mal her, wa? Ich muss das nochmal in diese Welt nach der nächsten Nacht und dann nochmal welche holen. Oder halt gehen. So, jetzt hast du Kartoffeln, wa? Cess hat sich entschieden, das Ende hinauszuzögern. Wir werden jetzt ins Laserlabor gehen. Boah, ist euch auch so heiß? Pff.
puh, war diese Welt heiß, ey. Die war so heiß, ich musste die ganze Zeit kotzen. Ich hoffe, ihr musstet nicht kotzen bei dem Part und auch nicht bei den nächsten Parts. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann.